ich bin einfach aufgewacht in der Nacht und habe dann so meine halb durchsichtige Hand gesehen, dass ich dann von einem Moment auf den anderen in der Luft geschwebt habe, mitten in dem Raum. In dem Moment dachte ich halt wirklich, dass jetzt da irgendwie Außerirdische mich entführen. Es war auch so, ich habe auch gar keine Schwerkraft gefühlt, dass ich in der Luft war. Das war so komisch. Dann kam wieder dieses Brummen und ich wusste dann so, jetzt geht's los. Hast du etwas Unerklärliches gesehen, gefilmt oder fotografiert? Melde dich über unser Kontaktformular auf unserer Homepage www.hangar18b.com. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Jetzt geht's los! Hallo da draußen, herzlich willkommen im Hangar 18b. Heute geht es um eine Out-of-Body-Experience, also eine Begebenheit, dass man sich außerhalb des Körpers befindet. Wir begrüßen recht herzlich Marie-Louise hier. Hallo. Hallo. Du hast dich ja bei uns gemeldet, ich glaube, nachdem das Video von Volker online war. Du hast geschrieben, du hättest was Ähnliches erlebt. Erzähl doch mal. Also ganz ähnlich was nicht. Es sind ein paar Sachen vorgekommen, die ich irgendwie auf mein Erlebnis, also übertragen konnte. Es war halt so, also vorweggenommen, dass ich halt von klein auf mich immer für Sachen wie paranormale Sachen und Außerirdische besonders interessiert habe und ich hatte auch immer extreme Angst vor denen. Und ich habe mit 12 Jahren angefangen, so Entführungsbücher zu lesen und da waren halt diese typischen Entführungssachen halt beschrieben drin und es hat so ein bisschen dieses Erlebnis beeinflusst, deswegen wollte ich es halt vorher schon mal sagen, weil als ich dann so 15 war, habe ich mit meiner Schwester so ein Zimmer geteilt gehabt, das war so ein bisschen länglicher und auf der einen Seite war die Tür und auf der anderen das Fenster und unsere Betten waren so parallel nebeneinander und in der Mitte war so ein 1,5 Meter bis 2 Meter Platz ungefähr und wir haben halt bis so 12 Uhr oder sowas gequatscht. Ich war dann auch ziemlich müde und ich weiß noch, dass ich so auf die Uhr links geguckt habe, die auf meiner Wand war. Und es war so nahtlos wie bei so einem Film, einfach so ein Szenenwechsel, dass ich dann von einem Moment auf den anderen in der Luft geschwebt habe, mitten in dem Raum, ein bisschen näher am Fenster dran und auch meine Beine so an die Brust gezogen hatte und die Arme so drum. Also es war ganz komisch, es hat sich halt wie jetzt angefühlt. Mein Bewusstsein war komplett klar und das war halt so, also ich war erst so erschrocken, und hatte auf einmal so extreme Panik, weil ich gedacht habe in dem Moment, dass ich jetzt entführt werde, jetzt passiert das halt wirklich. Ich habe so viele Bücher gelesen, dass ich die angelockt habe, was irgendwie im Nachhinein so ein bisschen doof klingt, aber das waren so meine Gedanken in dem Moment und ich hatte extreme Panik und ich konnte mich nicht bewegen und ich hatte halt so ein, das was am schlimmsten war, dass ich mein Herz halt so gespürt habe, so wie als würde ich halt ein Bus hinterherlaufen und dann im Bus sitzen und man spürt dann das Herz so extrem in der Brust und das hatte ich auf jeden Fall und das hat das dann noch realer gemacht und überall war so ein Brummen in der Luft und aber es war nicht laut, als würde man halt so in ein Auto sitzen und jemand hat halt den Bass richtig viel und laut an und es war aber nicht laut, es war einfach nur, man hat das überall im ganzen Körper gespürt und aus dem Fenster, das war irgendwie so ein, also es, draußen im außerhalb des Fensters war es halt komplett weiß. Also es wäre da nichts außer weißer Nebel oder so, aber ganz, ganz dicht. Man hat nichts gesehen. Und es war im Zimmer nicht jetzt so taghell oder so. Aber man hat auch alles ganz genau gesehen und es war so bläulich. Und in dem Moment dachte ich halt wirklich, dass jetzt da irgendwie Außerirdische mich entführen, weil das war das Einzige, was irgendwie dem nahe kam. Und ich habe von so außerkörperlichen Reisen halt überhaupt nichts damals gewusst und ich muss immer überlegen, was noch alles war. Ich bin gerade so aufgeregt. Ich konnte mich halt nicht bewegen und meine Schwester war links neben mir und ich habe versucht irgendwie dann, mir ist halt eingefallen, dass sie da liegt und sie müsste das ja auch sehen und ich wollte sie halt so erreichen und dann zum Schreien anfangen und so und meinen Kopf rüber zu drehen, aber das ging halt nicht, ähnlich wie bei so einer Schlafparalyse, wo man sich nur ganz leicht bewegen kann. Und in diesem Moment, wo ich dann mich versucht habe zu bewegen und so ganz zentimetermäßig das geschafft habe, habe ich mich dann ins Bett zurückgedreht.
Und dann war auf einmal nur Augen aufschlagen. Also es war wirklich nur so ein Blinzeln. Es war wirklich wie so ein Sehnenwechsel. War ich wieder im Bett, alles war weg. Und ich bin dann einfach nur aufgesprungen. Ich habe dann noch auf die Uhr geguckt, weil ich gedacht habe, so, okay, vielleicht fehlt jetzt Zeit oder so. Aber es war halt wirklich nur so 5 Minuten vergangen. Und meine Schwester war die ganze Zeit wach und die hat halt nichts mitbekommen. Die weiß das zwar heute noch, wie aufgeregt ich war, aber das hat sie halt gar nicht mitbekommen. Und für mich sind vielleicht so 15, 20 Sekunden vergangen in der Zeit, aber es hat sich extrem real angefühlt, weil ich auch total Panik hatte und richtig Angst. Und es war auch so, ich habe auch gar keine Schwerkraft gefühlt, dass ich in der Luft war. Das war so komisch. Mhm. Und dann habe ich es irgendwie so verdrängt und ich habe dann auch ein bisschen aufgehört, so diese ganzen Entführungsbücher zu lesen, weil ich Angst hatte, dass das nochmal passiert. Mhm. Und dann habe ich so... Ich glaube, 10 Jahre später hatte ich dann mal so einen Artikel über außerkörperliche Sachen halt gelesen. Und da standen halt so Sachen drin, wie dieses Brummen und so und Licht und dass man dann vielleicht irgendwas sieht, was einem bekannt vorkommt. Und dann habe ich halt auch gelesen, dass man das halt hervorrufen kann, absichtlich, wenn man das übt. Und das war dann so, okay, da kann ich so ein bisschen nachforschen und das rausfinden, ob das das war, weil das war mir ehrlich gesagt lieber als irgendwie Außerirdische oder so. Dann habe ich das auch probiert und beim ersten Mal, und das hat mich dann, soweit ich mich erinnern kann, auch an den Volker da erinnert, war, dass ich halt das im Bett halt probiert habe, im Liegen aus meinem Körper raus. Dann kam wieder dieses Brummen und ich wusste dann so, jetzt geht's los. Und alles war dann auf einmal so gelbliches Licht. Und dann habe ich halt so gelesen, man kann um Hilfe bitten und das habe ich dann auch gemacht. Und dann kommt jemand von hinten her anscheinend und packt mich so unter den Armen hier so und zieht mich halt so zurück. Und ich hatte dann so Angst in dem Moment, weil ich habe so gespürt, wie meine Beine zwar draußen sind und so schweben. Also so kann ich es halt nur schreiben. Ich weiß halt nicht, vielleicht bilde ich mir das auch alles ein, aber es hat sich halt so extrem angefühlt und dann habe ich das so abgebrochen. Ich habe mich dann bewegt und dann waren diese Arme weg und dann war das Licht weg und dann war alles wieder gut. Mhm. Aber ich bin nicht ganz rausgekommen. Und dann habe ich es halt wieder probiert. Und dann, also nicht an den Abend, ein paar Tage später oder vielleicht auch ein paar Wochen später, ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich das Bewusstsein währenddessen verloren beim Probieren. Und dann wache ich auf und ich merke nur, wie ich mich rausdrehe, so 20 Zentimeter übers Bett. Und da hatte ich dann auch wieder dieses bläuliche Licht, aber so, es würde halt irgendwie ein Fernseher so mit so einem Grieselbild im Hintergrund sein. Und ich habe dann wieder das Bewusstsein verloren, aber ich habe dann noch so mich erinnert, so ja, das war genau das, was ich halt damals gefühlt habe. Und dann, ja, das ist halt, und das ist halt, also das ist auf jeden Fall dieser Zustand, den ich halt von damals kenne. Und dann ist sowas auch immer wieder passiert. Unabsichtlich auch ab dem Zeitpunkt, dass ich immer wieder so Erlebnisse hatte, wo ich irgendwie gemerkt habe, dass meine Hand halt draußen ist und ich habe mir die halt dann noch angeschaut. Ich bin einfach aufgewacht in der Nacht und habe dann so meine halb durchsichtige Hand gesehen und solche Sachen halt dann auch immer wieder. Hm. Ja, ich muss mir Luft holen. Ja. Wenn du also, sagst. Wenn du sagst, deine Schwester war mit dir im Raum und die war noch wach, also wieso hat die dann nichts bemerkt? Also hat sie nicht geschaut, oder? Na, sie war einfach wach. Sie hat 5 Minuten da gelegen, wollte halt einschlafen und die hat das halt nicht mitbekommen, dass da irgendwie Licht im Zimmer war. Das war irgendwie alles entweder in meinem Kopf oder es war halt wirklich, dass ich meinen Körper verlassen habe und dass sie das halt nicht gesehen hat. Mhm. Ich denke halt, das kriegt auch jemand anderer wahrscheinlich dann auch nicht mit oder so. Mhm. Ja, aber sehr spannend, dass du das erste Erlebnis so hattest, dass deine Schwester eigentlich auch noch im Raum ist, ja. Nichts gesehen oder mitbekommen hat. Und nichts mitbekommen hat, genau. Und du aber dieses Erlebnis hattest. Ja, das ist für mich hochinteressant. Wo du beschrieben hast, und wie hast du dich gefühlt da, wo du erzählt hast, dass jemand eigentlich wie dich unter die Arme greift und da dich versucht hat, also ja, rauszuziehen, also wie so, komm mal richtig mit, oder eher so,
Gewalt, also mit Gewalt hat es sich so angefühlt, wie wenn dich jemand da jetzt so committet. Also gibt es ja so die zwei Sachen, so das Ja. Feine oder mehr das Gewalttätige. Wie war das für Es dich? war eher so neutral, so, okay, ich helfe dir jetzt. Du wolltest Hilfe, ich helfe dir dazu raus. So ein bisschen mit Druck, aber nicht so, dass er oder sie halt oder was auch immer das war, mich rausziehen wollte mit Gewalt, sondern einfach, okay, er hätte losgelassen, wenn ich nicht wollte. Was ich ja dann auch nicht wollte und dann war es auf einmal weg. Aber ich habe halt richtig diese Arme gespürt und diesen Ruck und meine Schultern gingen richtig zurück und da habe ich auch so gespürt, dass ich so mega am Beben war. Das war kurz davor. So mein ganzer Körper hat vibriert und gebebt und aber ich habe das an der Decke oder so nicht gesehen. Also mein richtiger Körper hat nicht gebebt. Das war irgendwie ganz komisch. Ich habe auch voll oft das so gehabt, dass ich irgendwie meinen Arm zum Beispiel, wo ich ihn gesehen habe, so außerkörperlich oder so, ich habe den anderen Arm unter der Decke auch noch gefühlt, aber gleichzeitig auch den, den ich mir angeschaut habe. Und der ist durch die Decke durchgegangen. Das war auch so. Es ist so ein bisschen verwirrend, das zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Du hast gesagt, du hast das mal dann mit Absicht probiert und hast dann aber doch Angst bekommen irgendwie. Hast du das nochmals probiert oder war seit daher einfach per Zufall oder? Also ich habe es da ein paar Mal absichtlich probiert gehabt und dann hat es manchmal nicht geklappt, weil ich eingeschlafen bin. Und dann war es immer wieder teilweise Zufall. Manchmal bin ich halt so von der Schlafparalyse irgendwie, habe ich so gemerkt, ach, jetzt brummt es richtig. Und dann dachte ich so, jetzt probiere ich es. Und dann habe ich wieder kurz Angst bekommen. Es war immer so, mal so irgendwie. Aber seit ich halt hier im Saarland lebe, ist es komischerweise nicht mehr so oft vorgekommen wie jetzt, wo ich vor 3, 4 Jahren noch in Niedersachsen gewohnt habe. Eigentlich Niedersachsen in Nordrhein-Westfalen so. Und da hat das irgendwie alles so voll gut funktioniert. Da hatte ich auch total viele andere Sachen an Erlebnissen und auch, ich habe auch so Schlafhalluzinationen oder so, wenn ich halt, da bin ich nicht in der Schlafparalyse. Ich kann das nämlich eigentlich ziemlich gut unterscheiden, so diese Zustände. Und da kann ich mich bewegen, setze mich halt auf und dann sehe ich halt eigentlich immer einen schwarzen Ball in Form so von einem Luftballon, so nicht ganz rund. Und wenn ich da versuche, danach zu greifen, löst er sich auf. Und ich habe schon Personen neben mir schlafen gehabt, die haben das gesehen, wie ich das gemacht habe, aber die haben diesen Ball halt nicht gesehen. Oder ich höre Sachen, die gar nicht da sind, aber das ist halt immer nicht in der Schlafparalyse irgendwie. So, ich habe sehr viele Sachen immer, die in der Nacht so abgehen irgendwie. Was glaubst du, was ist das? Also sind das nur Träume oder ist es eine zweite Realität, die wir nicht sehen und nur in diesem Zustand erleben? Oder was ist deine Meinung, was das ist? Es ist so schwierig. Also es fühlt sich einfach an, als würde man den Körper verlassen. Es ist ganz einfach nur, das so fühlt sich halt an, aber es könnte sein, dass es in meinem Kopf ist. Ich habe noch nie irgendwie es mir beweisen können, dass es wirklich so ist, dass ich den Körper verlassen habe. Ich bin da immer sehr skeptisch, aber es fühlt sich halt einfach so an. Ich möchte schon dran glauben, dass es das ist, weil dann ist es so, okay, vielleicht gibt es ein Leben nach dem Tod und es fühlt sich besser an, also nicht. Aber ich finde es auch interessant, dass sich so außerirdische Sachen halt irgendwie auch mit diesen Nahtoderfahrungen und außerkörperlichen Wahrnehmungen halt manchmal überschneiden, dass manche Sachen ähnlich sind. Das finde ich halt auch interessant, aber so nicht vereinbarbar oder so, wie das heißt. Ja, und Ja, ist bestimmt interessant noch ist der. Ja, sorry, Simon. Es ist das bestimmt noch von Vorteil, wenn man nicht alleine ist. Gerade beim ersten Mal. Ich stelle mir vor, wenn man alleine ist und man erlebt das, eben dann denkt man, hä, war das jetzt wirklich da zum Beispiel im Zimmer? Ob du hattest ja auch keine Wunden oder Abdrücke am nächsten Morgen oder irgendwie oder Narben, wo irgendwie Nee, auf was also anderes, also kann man das eigentlich ausschließen, ja, so. ja, das hat auch mich so ein bisschen beruhigt, dass meine Schwester nichts gesehen hat. Dann dachte ich, ich muss mir das eingebildet haben. Ich tue es jetzt einfach vergessen, weil das wäre halt zu heftig gewesen. So hätte ich dann echt vielleicht gedacht dran, okay, die hätten mich entführt. Ich wäre vielleicht dann eingeschlafen danach und dann wären Stunden vergangen und dann hätte ich wahrscheinlich immer gedacht, ich würde entführt gewesen. Also, dass das passiert wäre, aber so, also ich wusste damals auch nicht, was es sonst sein konnte. Deswegen war es halt sehr verwirrend, jahrelang.
Marie-Louise, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war hochspannend. Immer wieder faszinierend, solche Dinge zu hören. Vielen Dank. Ja, und wenn es mal wirklich klappt, dass du sagst, hey, ich gehe jetzt raus, also in dem Sinn, sind wir gespannt auf deine Erzählungen nachher. Ja, ja, also ich habe noch einige Sachen eigentlich, was ich erzählen könnte, aber es ist halt so viel. Und ja, wenn ich mal wirklich wieder rauskomme, dann schreibe ich euch auf jeden Fall. Sehr gerne, ja. Super. Vielen lieben Dank.